Karina Karnitz, das erste Perspektivforum Deutscher Zukunftspreis liegt hinter uns. Wie war's? Es war auf jeden Fall extrem spannend, diese UFO-Atmosphäre nochmal wiederzubeleben. Also diese Wettbewerbe haben immer einfach eine ganz besondere Atmosphäre, die ich bisher noch an keinen anderen Veranstaltungen kennengelernt habe. Aber wenn jetzt diese ganzen Jugendforschler, diese Jugendforschfamilie wieder zusammentrifft, dann ist das einfach eine unglaubliche Atmosphäre. Wir hatten vor allem eine sehr produktive Atmosphäre in diesen Workshops jetzt. Und Sie hatten hochinteressante Ansprechpartner und Gesprächspartner, nämlich mit 4 Preisträgern des Deutschen Zukunftspreises. Worum ging es genau in Ihrer Arbeitsgruppe? In meiner Arbeitsgruppe ging es um das Thema, wie uns die Digitalisierung auf dem Bereich der Wissenschaft und der Medizin voranbringen kann. Und das ist natürlich eine ganz essentielle Frage, denn wir wollen ja gerade Dinge, die wir erfinden, auch immer dazu nutzen, dass es allen Menschen besser geht. Aber das geht natürlich nicht ganz ohne Risiken. Wir müssen uns da auch über sehr viele Dinge Gedanken machen, wenn wir uns mit dem Thema Digitalisierung in der Medizin befassen. Und auch über die Aspekte haben wir eben geredet. Was nehmen Sie mit persönlich? Eine ganz tolle Diskussion. Das persönlich mit den Preisträgern gesprochen zu haben, es war wirklich ein extrem toller Austausch. Es hat einen auch angeregt, wieder einmal selber Dinge zu hinterfragen und ein bisschen aus seinem Studientrott herauszukommen und mit neuen Ideen zu gehen. Vielen Dank, alles Gute. Gerne.